Donnerblitz eigentlich kaum überleben. Es würde mich schwer wundern, wenn es passieren würde. Ja. Natürlich nicht. Vierfachschwäche gegen Volltreffer und noch gegen Stepbonus. Also das hätte sehr viele, sehr starke Spezialwerte haben müssen. Um das Pokémon in die Attacke zu verlieren. So, letzte Pokémon, was wir noch in der Liste haben, ist das gute Tauros. So, die Frage ist, was hast du noch? Drachenpuls, Matschbombe. Die Frage ist, was hat er drauf? Kann er noch was? Ja, ich gehe auf Kabutops. Danke, Raichu, hast du sehr gut gemacht. War zwar nur kurz, aber kein Problem. Und jetzt kommt Tauros. Tauros haben wir, glaube ich, auch schon gefangen. Dafür. Okay, jetzt wäre es tatsächlich dabei. Das wird unter Fall abkriegen. Und dafür kriegst du den Durchbruch ab. Und das. Ja, okay, das war klar. Das war fast klar. Und es geht jetzt schon in die Verwirrung. Bei Akani war es nur das dritte Mal. Aber jetzt. Also nicht bei seinem Akani. Ja, der kommt auch was klar. Und es verwirrt sich und schlägt sich. Und der Steinagel trifft. Und es reicht, um Tauros zu killen. Tschüss. Und damit ist dieser Trainercoach auch besiegt. Das hätte ich nicht kommen sehen. Ja, das hat total viel Spaß gemacht. Hier, für dich noch. Die TM39, Wutanfall! Ja, in der TM39 steckt Wutanfall. Werden froh, der Ton, wie ich wütend werden, das wird dann Gegner vor Angst. Ja, gut, okay. Halt, ich war eigentlich schon. Da jetzt runter, ne? So. Ich gucke noch gerade mal um, ob noch was gibt. Und ja, es gibt tatsächlich noch ein Item. Kikli? Okay. Mit Kikli habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich weiß gar nicht, dass Kikli es wild gibt. Ich wusste gar nicht, dass Kikli in der freien Natur vorkommt. Also es scheint wohl nur ein Let's Go zu sein. So, und damit sind wir für heute fast durch. Ich gucke mich gerade nochmal hier um, ob es noch irgendwie ein verstecktes Item gibt, wie eben gerade auch dieses Mentalbonbon. Es kann immer mal sein, weil wir sind jetzt schon fast durch. Also, ja klar, wie gesagt, für heute sind wir auf jeden Fall durch. Und das, liebe Leute, ist das Indigo-Plateau. So, du blickst zusammen mit Evoli zur Pokémon-Liga hinauf. Na los, wir schaffen das schon. Unser kleiner Held von Team Rocket möchte auf jeden Fall da durch. So, Tränke brauchen wir jetzt nicht mehr einsetzen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, liebe Leute. Dann geht's weiter mit der Pokémon-Liga. Oder mit dem Starter, die Pokémon-Liga. Können wir dort bestehen oder kriegen